Wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde von Scrap Mechanic. Heute mit allen. Hallo. Endlich wieder. Und, it's racing time. Genau, wir fahren heute ein Rennen. Avasia hat sich das Ganze überlegt. Dankeschön. Danke. Und gebaut. Das ist crazy. Es fehlt hier aber der Sitz bei den Autos. Hä? Finde ich. Was? Und ein Lenkrad? Das sind halt RC-Cars. Also, die fährt man gar nicht selber. Autos. Das heißt, wir fahren heute Rennen, aber nicht mit den Autos direkt, sondern hier mit den Konsolen. Warte mal, wo sind die denn? Verdammt! Peter, du musst nur auf die Zielscheibe zielen. Aber, du musst hier also zielen, dann musst du treffen. Oh Gott, ich werde diesen Platz einfach nicht verlassen. Also, wir haben beide Autos, ne? Einmal haben wir grün und einmal rot. Dürft ihr euch selber überlegen, welches Team das ist. Ich will grün erstes Rennen fahren. Ja, ich bin rot, let's go. Ja. Ah, Peter hat den Vorteil gesehen, okay. Nee, ja. Rot steht ein bisschen weiter vorne. Das sage ich ja, den Vorteil gesehen, Peter. Ja, stimme um. Also wir werden 1-gegen-1 Rennen fahren und zwar erstmal 6 Runden, damit jeder irgendwie gegen jeden gefahren ist. Und die anderen beiden, die können helfen, das Auto wieder hinzustellen, weil eventuell fliegt er raus. Meinst du? Glaube ich nicht. Nein. Steuern ist ganz einfach. Also da Rot sowieso gerade ein bisschen hinten steht, können wir dann an Rot hier mal kurz zeigen. Also, Moment, hier ist grün. Der ist grün, hier ist rot. Hier ist auch rot. Ich fahr mal 200. Sind die beide grün? Nee, du musst am Boden hier gucken. Am Rand, da am Rand hier die. Also hier, genau, hier ist so obviously grün. Und dann, null. Also du kannst hier einstellen, genau, Minus 200. 2000. Oh, was? Minus 2000, stopp! Die Geschwindigkeit und die Fälle dann. Da kannst du halt hier nur links und rechts sagen. Das ist so fucking wild einfach nur. Richtig, ich weiß überhaupt krass nicht, wie der das gemacht hat, aber ist crazy. Ja, das ist schon cool. Funny. Dass da ein bisschen Schattenzwinkelzwonkel ist, darüber sehen wir jetzt einfach mal. Der ist es gar nicht ready, richtig? Hm. Doch, oh, sollte eigentlich schon. Also ich kann doch so Sachen einstellen. Hoppla, wenn ich treffe. So. Ich kann hier nur Sachen einstellen und zwar kann ich den Max-Speed erhöhen, so von 2000 auf, keine Ahnung, 99.000. Mhm. Aber ich glaube, 2000 ist erstmal nicht so langsam. Da können wir uns rantasten. Dann haben wir hier DRS, wie viel das nochmal plus gibt. 150. 250 sind wir gerade bei. Let's go. Lassen wir erstmal so. Power! Und Neuer. Wie lange Sex dauert, steht hier. Das sind aktuell 5. Was? Kommt wie lange mein Sex dauert? 5 Stunden. Der steht Dauer 0005 Sex. Okay, jo, ja, finde ich gut. Also, was ist das? Let's go. Ja. Hält jemand also 5 Sekunden? Ich sag mal so, ist ausbaufähig. Also, Rennen 1 ist Sepp gegen Peter. Wenn ich das richtig sehe, ist Peter grün, Sebastian ist rot. Yes, let's und go. Und Bram und Jay werden diese Autos hier, naja, im Zweifel arbeiten. Sieht schon witzig aus, Alter. Wir beginnen mal mit 2250. Mal gucken, wie das erste Rennen so abläuft. Der Gewinner erhält einen Punkt. Und, ja, wenn ihr bereit seid. Ja. Bereit? Bereit. Würde ich sagen, bereit, wir gehen das erste Rennen. In 3, 2, 1, Gas geben. Boah, Rot zieht ja richtig. Hat er schon vorher eingegeben? Ach, vorher eingegeben. Ja gut, aber losgefahren ist er ja natürlich erst, als los war. Was hat der für ein Schidi? Oh, Rot zieht da aber richtig schön. Ich kann nichts sehen. Ich sehe auch nicht so viel. Grün. Scheiße, ich sehe nichts. Ich stelle das mal schon um. Ja, stell mal um. Mein Gott, das ist voll gut. Bram, du bist mein Baby. Ich mach ja gar nichts. Da, Grün kann aufholen. Du schreist, wenn ich ein bisschen mehr Risiko machen und schneller fahren. Okay, Bram. Aber richtig rum! Oh, ja, falsch rum! Lakitu kommt dann immer so an, der hat die Augen so komisch zu. Gott, Grün übernimmt die Führung! Jawohl! Und hat Rot abgedrängt! Ja gut, Peter. Bram, nicht immer falsch rum hinstellen! Was ja, tut mir leid, das ist falsch rum gespeichert. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Das würde ich mir mal merken dann, Sepp, ne? Oh oh! Hier können wir es ganz gut sehen. Ja, Grün mit leichten Problemen, bisschen schlittern. Rot, ja, ohne Scheiß, die driften. Alter, ich steuer wie hieß er denn nochmal? Matzepin. Wo fährst du die ganze Zeit hin? Du steuerst hoffentlich gar nicht. Der startet da direkt. Oh, rechts. Oh, was? Oh nein. Grün hat auch Probleme. Oh Mann, ich sehe das halt nicht. Das ist richtig Gas. Jawohl. So, jetzt sehe ich endlich mal mein Auto, wo ich denn lenken muss. Oh, Grün einfach in die Wall of Champions rein. Wait, ich habe aber nach links gedrückt. Ich bin verwirrt. Ich dachte gerade, ich hätte rechts links Schwäche. Habe ich aber gar nicht. Und links. Kann wieder aufholen, da kommt Sepp. Oh, Sepp hat sich überschlagen. Schnell, 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 schnell,
Ja, ich brenne. Wie meinst du, du hast Teleporter-Gedöns? Für welches Thema brennst du, Bram? Wenn ich mich teleportiere, teleportiere ich mich an einem Auto vorbei, wenn er so leckt. Tut mir leid. Ich verstehe. Bram, dann ist alles entschuldigt. Ich hab auf dein Auto geklickt, hab an der Wand gelandet. Ja, ich weiß, wo es ist, Peter. Das sehe ich nicht. Endlich hab ich jetzt den Vorteil. Das wird nochmal knapp. Ja, jetzt hab ich halt den Vorteil auf der Seite. Moment, in welche Richtung? Muss nach rechts ein bisschen. Ja, boah, jetzt müsste man eigentlich richtig Gas geben. Hä? Was ist das? Nie mit Problemen. Mann! Wieso darf ich kein DS zünden? DS! Moment, soll ich den Knopf drücken für dich? Nein. Ziel gerade für grün. Ich nicht. Auch DS! Oh, boah! Rot hat richtig Gas gegeben, hattet riskiert, aber nicht. Oh mein Gott, grün ist vor der Ziellinie stehen geblieben. Was hat denn da ist grün am Ziel, Peter hat das erste Rennen. Wo bist du? Oh lol. Okay, also das erste Rennen alle gegen Sepp endet bitte 1-0, Peter. Danke, Bram, an dieser Stelle, aber auch danke, Jay. Du warst wirklich schnell. Also ich habe mein Bestes gegeben. Ja, hat man gemerkt. Oh mein Gott, Alter. Also immer falsch hinstellen, wegrennen. Ich möchte aber. Also Peter, wie viel hast du ihm gegeben? Naja, nix als Liebe. Merkt ihr dann einfach, wer einem hilft und wer einem nicht hilft? Ja. Zweites Rennen ist Ich muss ins Auto. Dennis Bram in Rot gegen Sebastian Lenzen in Grün. Peter hilft jetzt. Nee, Blödsinn. Sepp ist doch der Helfer. Bram in Rot gegen Jay in Grün. Was erzähl ich denn da? Ja, ist ja. Jay ist grün und wird geholfen von Peter und Bram ist rot, wird geholfen. Wir dürfen natürlich nicht sagen, wohin, aber sobald wir merken, der kommt da nicht mehr weg, dürfen wir ihn neu aufstellen. Ja, sobald er aufgebockt ist. Das ja, Problem sobald er aufgebockt Kurven ist halt, du kannst. Dass die Plattform ja nur in vier Richtungen drehen, also richtig. Nicht frei. Das ist dann manchmal ein bisschen Entscheidung, naja. Gut, dann sind alle bereit. Ich würde sagen, Rennen Nummer 2 beginnt in 3, 2, 1, Abfahrt! Oh, sehr guter Start. Wir überholen schon! Grün hat besser reagiert, aber Rot ist schneller gestartet. 2, Peter! Allerdings. Ich höre dich, Jay. Nein, DRS-Bug. Achso, DRS. Oh, Grün gibt jetzt richtig Gas. Oh, hat kurz mal gebremst vor der Kurve, ja. Die fahren auf jeden Fall vorsichtiger. Ich sehe da halt noch nicht. Ja, das ist jetzt schwierig zu sehen. Ah, Grün ist aber klar vorne jetzt in der Kurve. Da hätte Rot auch nicht mehr reinstechen können. Also das wäre ein Hamilton-Move gewesen. Hallo? Das ist ja krasser als echtes Formel 1. Ja. Schneller diese rennen. Geschwindigkeit. Ja. Wir können einfach mitlaufen, ist super. Wenn aber dafür muss man Stress auch rot mit Problemen jetzt in der Kurve und hängt fest. Ja. Wird neu gesetzt und weiter geht's. Ja, das konnte Grün natürlich nutzen. Dafür gibt Grün Rot, aber dann direkt ein bisschen Gas, hängt direkt wieder fest. Nee, hängt noch nicht fest. Jetzt. Ja. Wieder frei. Grün macht das hier wirklich wie die Schildkröte, Leute. Mhm. Ja, noch. Ja, aber also nee, Moment, das war Hase und Igel, das war nicht die Schildkröte, so ein Quatsch. Gut. Geht das? Also Grün fährt hier auf Safe und das sieht hier aber ganz gut aus. Voll die geile Ego-Perspektive. Ja, sah er ja. Was ist das denn? Warum hat denn der jetzt so ungezwungen? Ja, ein bisschen schlittern. Ist ein Drift King hier. Übersteuern ein bisschen bei Grün. Rot ist da immer noch ein Problem unterwegs. Also das ist ganz schön schnell, das Auto. Der hat aber jetzt einen riesen Vorsprung. Da kann er eigentlich nichts mehr falsch machen. Kann er eigentlich nicht mehr falsch machen, du Arsch. Du Arsch. Ja, Peter hat einfach gar nichts zu tun. Ist halt wirklich so. Du machst das einfach perfekt. Davon mit. Ja, Bram. Seh nix. Oh. Ist da weiter gegen die Flanke gekommen, leider. Ist doch entspannt hier. Da müssen wir ganz schön häufig neu setzen. Ja. Das ist doch mega hier. Zack, zack. Oh, oh. Da ist Grün auf der Zielgeraden und könnte jetzt zack. Verwandeln. Oh, da wird nochmal DS geballert. Und. Da ist aber deutlich sein ersten Punkt. Nice. Ja. Ja, ich bring mal Rot zurück. Das war ja wie Schumacher zu seinem besten Mach mal 0, Jay.
Ja, ja, Entschuldigung. Okay, nächstes Rennen. Dennis gegen Sepp. Damit haben wir ein drittes Rennen. Sebastian in Grün gegen Dennis in Rot. Beide haben noch keinen Punkt. Das heißt, wir werden jetzt gleich den ersten mit einem Punkt hier von den beiden haben. Hoffentlich kommen die an. Verzieh dich! Was machst du hier an unserem Auto? Das ist der rote Blitz von Bram. Ich würde gerne schießen, aber ich weiß nicht, ob ich trete einmal hier gegen den Frontflügel. Strafe! Mach den kaputt. Berührung eines gegnerischen Autos. Das gibt 10.000 Euro hier, ne? Wenn du gegnerischen Heckflügel berührst. Ja, hätte ich gerne überwiesen. Deine Mutter. Das kann ich nicht schieben. Okay, also, drittes Rennen. Bram gegen Sepp. Startet in 3, 2, 1, Abfahrt. Ja, Rot geht richtig Gas. Jetzt in die Kurve. Yo, geiler Drift. Oh. Leider in die Wand. Bisschen zu viel mitgenommen. Peter muss da jetzt neu setzen. Ich glaube, ich da drunter. Ziemlich zügig. Peter muss das ja erstmal lernen, das neu setzen. Da musste er ja gerade nicht. Ja, richtig. Jetzt mein erstes Neusetzen. Ich habe so schnell gemacht, wie es geht. Das hast du auch schnell gemacht. Sepp ist da ein bisschen langsamer generell unterwegs, aber ist dafür vorne. Dann kannst du den noch retten. Ich habe halt gerade den Vorteil hier, der ist nicht mehr rettbar. Ich kann halt die Seite eingucken. Safe. Dafür kann Bram die andere Seite eingucken. Da kommt er auch schon wieder um die nächste Kurve. Rot mit Problemen. Der muss jetzt fängt er an Gas zu geben und direkt den Fehler gemacht. Oh, was ist DRS? Boah, DRS geht aber richtig rein. Da hat Grün auch mal einen Fehler gemacht. Eieiei, DRS war, also DRS weiß ich nicht. Weiß und der ist so Freund schnell, dass Jay nicht mal hinterher rennen kann. Ja, easy game, ich kann ja teleportieren. Ja, natürlich. Aber ist ja, der muss, der braucht er ja vorhin bei mir auch, weil ich so schnell ist war. Ist ja makeable. Mhm. Ja, das sieht schon gut aus bei Sepp. Ah, rechts. Oh. Da kann Rot eigentlich nur noch ein dicker Fehler helfen. Ah, links. Rechts. Rechts. Oh, Alter, ey, smoothier. Darf ich hier mal so ein paar Geräte abbauen in dem Auto? Ich dachte, du bist in meinem Team, nicht gegen mich. Ja, aber ich meine, das ist immer nicht, wenn ich hier was verändere hier. Wenn ich einfach mal so ein. Das verändere. Was zuppelt das? Ich glaube, das sollte heißen ja. Oh, der Drift! Auf der Zielgeraden. Und nochmal der kann ja auch eigentlich nichts mehr passieren. Da gibt er nochmal Vollgas und bleibt vom Ziel stehen. Nein, der ist voll die Holy shit. Und damit haben wir den ersten Punkt für Sebastian. Nein. Bitte einmal auf Null setzen, Bram. Ja. Ja, wir kommen zum großen Race of Champions. Das ist quasi Michael Schumacher gegen Lewis Hamilton. Ich bin Michael Schumacher. Das gewinnst du ja. Schauen wir mal, wer Michael Schumacher ist von den beiden. Das werden wir ja dann nachher sehen. Grün gegen Jay in Rot. Ich gucke mir das mal von hier an, weil mich würde mal die Steuerung interessieren. Ja, Rennen würde ich sagen, beginnen wir in, wenn alle bereit sind, in 3, 2, 1, Abfahrt. Boah, Rot mit einem guten Start, aber auch nicht zu schnell, muss man sagen. Das ist schon gut. Hä, zu schnell willst du auch nicht. Nee, zu schnell willst du auch nicht. Da kommt jetzt die erste Kurve. Scheiße. Ah, man sieht nichts. Ja, Grün ist da ein bisschen im Nachteil. Ah, okay, jetzt kommen wir die Geschwindigkeit. Hey, da ist der! Oh mein Gott, ich dachte, der wäre da, wo selbst Name ist. Scheiße. Ja, beide mit Problemen. Also Grün ist rausgeflogen, aber Rot ist da auch. Hä? Oh, wieder in der Bande. Kann man sich befreien? Nein, Rot hat sich festgedreht. Grün Scheiße. Kommt hinterher. Michael Schumacher holt da ein bisschen auf. Wo ist der? Hätte schon? LOL! In der Bande. Oh mein Gott. Ja. Oh, was? Hey, da Frechheit! Bram hier! Boah, Alter, da einfach ja, da, Ding ins Platz hier. Oh, war dein Auto da? Einfach rot raus, den, wie in den besten Zeiten. Hebebühne einfach vor unserem Auto platziert. Genau gesehen. Da hat er einfach versucht, Damon Hill rauszuschieben. Aber selber Reifen verloren. Was ist das jetzt? Auch rot. Leckt das denn jetzt hier wie Hulle? Werden. Oh, Grün geht da ein bisschen in Führung. Rot hat Probleme mit der Kurve. Rot ist wirklich cursed. Ich kann überhaupt nicht sehen. Der steht bei mir halt die ganze Zeit. Der Wagen. Rot kommt nicht aus der Kurve raus. Jetzt kommt Rot aus der Kurve. Rechts, 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 rechts. Jetzt. Ja. Oh. Man müsste mal Statistik führen. Wie oft hat Grün hier die Rennen gewonnen?
Immer. Irgendwer wird das machen. Also es gab ja bisher nur 2 Rennen, also das konnte ich mir noch merken. Da gab es 3 Rennen, aber ist okay. 3? Fuck, Alter. Niemals. Also das ist doch das 3. Rennen, das ist noch nicht durch. Leute. Noch kann Rot gewinnen. Noch kann Rot gewinnen. Dafür müsste Grün aber auch dafür mal. Dafür müsste Rot sich mal bewegen. Aber Rot ist doch. Also, Rot bewegt sich doch voll viel. Ja, das Problem ist. Meistens bewegt sich Rot in die Bande rein. Bram rennt doch irgendwas hinterher hier. Ja, das ist ja schön. Ich sehe Bram rennen, aber mehr nicht. Also, ich glaube, Bram muss hier mehr neu sein. Ich glaube, ich bin aufgebockt. Oh. Ah so, okay. Ich dachte, du wolltest noch was tun. Sepp hat leider nicht aufgepasst. Nee, ich dachte, Peter will noch was tun. Der ist einfach so straight da rein. Grün hat sich schon wieder aufgebockt. Also das ist ja wohl Zwinkel Zwockel. Bin ich. Warte, ich versuche darauf zu reagieren. Was hier passiert? Du reagierst doch gar nicht. Oh, da wird über die Bande gefahren. Rot kann da nochmal richtig Strecke gut machen. Das ist ja in jede Kurve einfach straight reinfahren. Als Bau habe ich überhaupt nicht gemacht. Also ich helfe dir ja gerne, aber das ist ja schon eine Verschiebung. Und haut direkt wieder in die Wand rein. Das war richtig knapp, ey. Man sieht dann halt nicht so gut da. Grün ist über die Ziellinie, oh mein Gott. Und damit auch. Hat Peter Zack. Seinen zweiten Punkt hier. Dann kommen wir zum vorletzten Rennen tatsächlich. Das 5. Rennen ist Jay gegen Sepp. Also Alfred gegen Else, wie immer. Sebastian wird grün steuern, Jonathan rot. Unterstützt von Bram. Sebastian wird von Peter unterstützt. Und wenn ihr bereit seid, dann starten wir dieses Rennen in 3, 2, 1. Los geht's. Ich bin grün, ne? Ja. Du bist grün. Du bist grün. Grün ist mit einem etwas schnelleren Start, aber hat aber auch die Außenlinie. Der Angriff sticht da jetzt einfach rein. Oh mein Gott! Und da haben sich beide gedreht. Jetzt muss da neu gesetzt werden. Grün Master ist dran. Ja, beide Master Peter. Ey, da wollte ich gerade hin soll setzen. Grün wird gesetzt. Rot wird gesetzt. Beide falsch. Oh mein Gott, wir schieben. Oh, nice Sepp. Das war alles ja wohl hier. Nice Sepp. Dangerous Driving. Wo kommt der denn schon wieder her? Oh, Rot ist vorne, hat auf jeden Fall was vorne. Was ist das denn? Lässt nicht genug Platz für Grün. Das wird Michael Masi gar nicht fallen. Kannst du bitte da hinten neu setzen, wo du auch rausgeflogen bist? Grün schiebt jetzt Rot. Neu raus. Der ist doch gar nicht gesetzt worden. Der wird aber weitergeschoben. Was werde ich hier weggezwonkelt? Das ist ja wohl faul. Kann der bitte da hinten neu starten, wo der auch wirklich hin muss? Oh Gott. Was soll das? Sehr gut. Oh, jetzt jawohl, nice Jay. Grün raus. Absolute Frechheit. Ich kann denn hier nicht gerade setzen, Sepp. Jawohl, weiter. Ah, Rot muss jetzt noch ein bisschen mehr. Jawohl. Nein, Sepp. Und ist durch die Kurve, während Grün in die Bande rein ist. Konnte. Das ist falsch rum. Moment, ich muss neu setzen. Peter. Oh, Peter hat falsch rumgesetzt. Oh, nee. Sepp wird hier schon wieder gezwungen. Ich hab der erst gezündet, das war falsch. Hätte ich machen sollen. Scheiße, Rot Bram. Hat sich da in Master, sehr gesetzt. Gut. Good job, good job. Boah. Kommt jetzt auch ganz gut durch. Oh, Grün versucht aufzuholen, hat richtig Gas gegeben, DRS gezündet. Und dann hat es zum ersten Mal funktioniert, glaube ich. Ja, ich glaube auch, weil ich nicht gelenkt habe. Da hat nämlich jemand gut aufgeholt und schnuppert wieder an dem Auspuff von Rot. Auspuff, Schmauspuff, sag ich immer. Ja, Rot ist. Oh, die Kurve war so gerade genommen. Wie so ein Formel-1-Fahrer, ne? Der passt kein Blatt. Ich einfach mit dir. Aber jetzt ist man auch in der Wand. Oh. Rot wird neu gesetzt. Oh, hier, das wird ein knappes Rennen. Wer gibt da jetzt mehr Gas? Wer macht den Fehler? Rot mit mehr Risiko auf jeden Fall. Und da ist der Dreher übersteuert der Wand. Peter! Ja, ich arbeite! Aber Rot freigesetzt. Und für die Ziellinie. Der Fluch ist aufgehoben. Rot gewinnt. Was insane, Bram. Wie, er hat den Peter gemacht? Was heißt das denn? Ja, einfach in die Kurve fahren und der andere spawnt den dann 90 Grad versetzt. Das war ja insane, Bram. Das habe ich getan. Ja, das war doch nicht verboten, oder? Ja. Aber das hat Peter letzte Runde schon hinzustellen gemacht. Und das hab ich da absichtlich. Schon, ich habe schon versucht, die Kurven zu nehmen. Ja, aber nice, wild protestiert, Bram. Die Rennleiter. Also da möchte ich auch nochmal einreichen, dass der nicht da neu gesetzt wurde, wo der vorhin da. Also Grün kriegt ja wohl safe mindestens eine 40-Sekunden-Strafe für diese ganzen Aram-Manöver da gegen Rot. Das war ein Race-Incident. No further action. Ja, das war der zweite Punkt auch für Jay. Sepp, kannst du mal 0 machen? Nee, gar keinen Bock mehr hier. Also, ach, scheiße, ich muss das hier auch 0 machen. Weißt du, platziert Peter dann auch noch falsch rum. Mein Bestes. Krass aus, ey. Ich fand das aber auch hier alles man so gezwonkelt. Ja, ich fand das auch krass, wie ihr da einfach euch vor Jay gestellt habt. Ach komm, ey. Gespawnt. Jay ist sogar in euren hier Wagenheber gefahren. Wegen euch, weil ihr den da vorgestellt habt.
Ja, ihr fahrt aber auch nicht 100 schneller. Meter übersprungen, so, weil ihr nicht da hinten gespawnt seid. Komm, also. Du bist noch nicht grün gefahren, oder? Nicht, ey. Was? Nee, wir haben nicht 100 Meter übersprungen. Ich stand ja die ganze Zeit neben dem Auto. Wie soll denn das funktionieren? Also ich habe auch keinen Überspringer gesehen. Diesmal hatte ich keine Lags. Also ich habe jetzt mal umgeschaut. Also der Speed wird sowieso nicht über 1000 gehen. Ich habe jetzt nochmal das DRS auf eine Sekunde runtergestellt. Ich bin auf 2000 gefahren. Oh, krass. Ja, also dann machen wir mal 2500. Sonst no chance, ey. Also ich bin teilweise auf 2000 gefahren, sagen wir mal so, weil ich Stress hatte. Gehen wir mal 2500. Wer möchte, kann das ja nutzen. Vielleicht macht das auch gar keinen Sinn. Wer weiß das schon. DRS, eine Sekunde ist aber, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoller. Und wo muss ich jetzt hin? Muss ich grün gehen? Muss ich Bram surfen? Jay hilft ja. Dennis, Sepp hilft Peter. Okay. Wir kommen zum vielleicht letzten Rennen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie es ausgeht. Denn wir haben folgende Situation. Peter hat 2 Punkte. Punkt gleich mit Jonathan. Sepp einen Punkt. Dennis wartet noch auf seinen ersten Punkt, den er jetzt holen kann in Team Grün. Sollte Dennis gewinnen, dann gilt zumindest so ein bisschen HNL und Peter müsste nochmal gegen Jay fahren. Aber es ist der direkte Vergleich, da doch Dennis. Nee, Peter, da gibt es hier keinen direkten Vergleich. Direkter Vergleich, so Quatsch haben die im Fußball auch schon lange abgeschafft. Was ist das denn? Schade. Sollte Peter gewinnen, ja, Peter, wird er hier seinen dritten Punkt holen und gewinnt sowieso die ganze Nummer. Peter, deswegen gucken wir mal, was passiert. Bram in grün gegen Peter in rot, unterstützt von Sepp, unterstützt von Jay wird grün. Und wenn ihr bereit seid, dann startet dieses entscheidende vielleicht Rennen. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Abfahrt. Boah, beide. Oh, guter Start von beiden schnell. Eigentlich. Grün gibt ein bisschen mehr Gas, hat jetzt DRS, glaube ich, genutzt. Ah, zu früh in die Kurve. Blockiert da rot, rot. Was ist denn schon wieder für ein Zwinkelzwonkel-Scheiß? Sehr fest in der Wand. Ja, ist okay. Aber ist kein Problem, grün ich hängt schon neu geplantet. Also. Alter, ich. Oh ja, Gott. Peter aktuell. Boah, Peter. Brand mit dem Überholmanöver in der Kurve. Ist aber leider ein bisschen in die falsche Richtung. Nee, du fährst gar nicht in die falsche Richtung. Ja, kommt aber nicht ganz hinterher mit der linken Reihe. Peter übernimmt wieder die Führung. Ja, alles noch gut, der Peter. Der klebt aber auch an der Bande, muss man sagen. Wenn die einmal ansaugt, dann kommst du da nicht mehr weg. Bram versucht jetzt hier ein Überholmanöver. Nicht ganz. Ja, Peter geht da schon ein bisschen mehr auf Nummer sicher. Oh Gott, das ist ja voll scheiße zu hinzustellen. Ja, das ist da richtig Pain. Oh Gott, ich muss direkt nach links. Ja, das ist richtig, Peter. Machst das aber gut. Ja, Peter ist noch vorne, nicht. Hat aber Probleme, wird jetzt neu gesetzt. Sepp hat das gut gemacht. Bram ist direkt hinten dran. Versucht dann aber immer nur, er ist in. Kriegt er die Kurve oder kann. Peter macht zu. Hallo? Peter, der fährt zu. Was ist das denn? Das ist aber faul. Hat keinen Körper gesehen. Was war das denn? Haben die sich vorgeplantet? Einfach, dafür die Alter, die haben die Werkbank da eingeplantet. Entschuldigung, hab ich links geklickt, okay. Sorry. Okay. Das ist eine absolute Frechheit. Okay, das ist natürlich frech. Vor dem Auto. Also ich werde hier. Da hab ich mich verklebt, aber aus Versehen links geklickt. Das tut mir total leid. Du hast das mehrfach gemacht, hab ich genau gesehen. Wir haben aktuell vorne, könnte jetzt, wenn er so safe weiterfährt, alles hier verwandeln und seinen ersten Punkt holen. Komm, Ram, zieh! Oh, Peter, das war nix. Oh, Peter wieder mit dem Fehler in der Kurve. Ja, ist ja abgeschenkt hier jetzt alles. Oh, dann ist der Matze also wieder am Schießen. Naja, also du schenkst gerade ab, ne? Sieh! Ja! Aber war schon getorkelt. Also, dann würde ich aber nochmal einen Referee drauf ganz safe nach Hause. So easy. Oh, Bram, Alter. Oh. Da bin ich gerade get in there, Dennis. Ja, unglaublich. Ja, ich weiß, also ich muss sagen, das war, ich fühle so easy. Ja, da würde ich mich aber verarscht fühlen. Ich würde mich da auch verarscht fühlen, Peter. Ich hab da ich hab da zwar nicht gesehen, ich hab nur die Schreierei gehört. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Das ist die größte Lüge. Er ist wirklich Michael Schumacher, er fährt dreckig. Was ist denn überhaupt passiert? Ja, er hat einfach mehrfach vor unserem Auto geplantet, sodass ich nicht mehr weiterfahren konnte. Ich konnte da nichts gegen tun, mein Spiel hat geleckt. Ich glaube, das war eine Echse, die über die Strecke gerannt ist. Der war das ist ja unfassbar. Ja, damit kommen wir zu der außergewöhnlichen Situation, dass Peter 2 Punkte hat, Jay 2 Punkte und Sepp und Dennis jeweils 1 Punkt. Das bedeutet, wir haben zumindest ein Stechen um den ersten Platz. Wenn der jetzt so gewinnt. Peter und Jay. Möchte das Bram meinen. Ja, Peter in der Ding Werbung. Ja, ich mach das also gerne. Kriegt ihr das mit dem Wählen der Seiten hin? Ansonsten ja, Peter nimmt wahrscheinlich grün, weil er natürlich grün haben will. Peter hätte ja, aber du warst schon wie rot, das hilft dir ja. Ist okay.
Ich hab die schwerere Bahn. Gibt es jetzt ein, also ein Eingreifen von uns Hilfskobolden ist weiterhin verboten, ne? Ja. So wie bisher, also selbst du weißt, was das heißt, ne? Ich werde hier nichts tun. Ich werde hier aus dieser Aufnahme mit einem reinen Gewissen rausgehen. Ja. Also ich will heute Abend noch gut schlafen können. Guck mal, wie es schon vor uns am Auto geplättet wurde. Oh, hoppala, sorry. Hier steht doch gar nichts. Warte, ja. Nein, Peter, also wenn hier Zwinkel-Zwonkel passiert, dann werde ich auch Hand anlegen. Ich sehe da nichts. Also Rot steht, ich sag mal, so 20 Zentimeter weiter vorne, aber das wie gesagt, ist okay. hat auch die Außenlinie. Das ist okay, Peter. Ja, Rot ist doch außen, also die Innenkurve ist doch viel geiler. Ja, das fahr doch kurz schön nach vorne. Also der Mecker drin, genauso schnell ich Gas gibt wie Rot, kommt nee, Rot nee, nicht um die Kurve. Nee, darauf wird es jetzt nicht ankommen, Peter. Ja, du kannst jetzt so lange Gas geben, bis du gegen das Ding fährst. Okay, warte. Das ist ja nicht so. Stopp. Ja, warte, Jay hat hier 5000 bei mir eingegeben. Aber gar nicht mal so schwer, muss man sagen. Ey. Jetzt stehen die tatsächlich besser. So, let's go. Ja, ja, guck mal. Okay. Let's go, wir dürfen starten. Nee, das gibt hier nicht Sebastian. Oh, wir kommen zum alles entscheidenden Rennen zwischen Jay in Rot gegen Peter in Grün. Es ist mal wieder der Hamilton-Schumacher-Clash. Beide haben 2 Punkte. Zu wenig, leider. Wer dieses Rennen gewinnt die heutige Folge. Und Bram hilft Peter. Jay bzw. Sebastian hilft Peter. Und wir starten dieses alles entscheidende Rennen in 5, 4, 3, 2, 1. Abfahrt! Er weiß es nicht. Jawohl. Auch Rot gibt richtig Gas. Ja, ist direkt der ist super wieder, oder? Vorne. Nimmt die Kurve zu eng. Oh. Nimmt die Kurve zu eng. Dadurch ist Grün natürlich voll reingeschallert. Hoch. Man sieht natürlich. Das tut mir ja leid. Aber Rot kommt besser aus der Kurve wieder raus. Ich sehe leider nichts. Jetzt wieder. Jay ist da vorne, ist aber leider aus der Kurve rausgekommen. Peter holt jetzt auf, nimmt die Kurve innen, aber Rot fährt schon wieder. Jay ist da ganz gut weggekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Hat jetzt aber Probleme mit der Rechtskurve. Nein! Nice, Peter, wieder gut gefahren. Peter kann ein bisschen aufholen, nimmt die Kurve außen an und fährt ihn wie ein echter Rennfahrer. Oh Gott! Was? Fährt er aber leider in Rot rein und drückt Rot raus! Alter, Bram macht hat jetzt die Innenkurve, Peter überholt doch nicht. Da kommt, Jay macht zu und bleibt vorne. Boah, das ist ja stark verteidigt, muss man hier sagen. Hat er den davor gesetzt? Da wurde gar nichts davor gesetzt, ich habe nichts gesehen. Außer, dass Jay jetzt ein bisschen in der Bande gelandet ist, während Peter die Kurve innen und die Führung übernimmt. Nice. Oh Gott. Nice, Peter. Oh, Peter ist da besser aus der Kurve rausgekommen. Jay wird jetzt neu gesetzt. Gott. Und kommt aber leider nicht mehr hinterher. Concentration. Aus der Kurve, ja, doch. Wir haben auch nicht jetzt geschummelt. Jay wieder. Jawohl. Peter nimmt die Kurve aber wirklich sehr eng. Oh, Jay hat jetzt aber richtig Gas gegeben. Jay hat aber richtig Gas. Jay muss Gas geben. Jay muss Gas geben, die Kurve daneben. Und jetzt die Gerade. Alter. Die Gerade musst du nutzen. Ich habe zu viel Risiko. Oh, man sieht hier nichts. Scheiße, da kommt Jay nochmal richtig angeballert. Und rechts rüber! Oh, ist vorne in der Kurve, muss jetzt neu gesetzt werden. Peter. Nein, da kommt Peter, Jay. Da kommt Jay. Ist hinten reingeballert. Und was? Ist das Ziel gewesen? Jay gewinnt, weil Peter gegen das Ziel gefahren ist. Ich habe auf 2000 gestellt gleichzeitig. 2,5, Peter Smith. 2,5. Er hat perfekt gerade platziert, der Teilnehmer. Aber war er nicht auch über dem Ziel? Du bist ja immer noch nicht über dem Ziel. Doch klar bin ich über dem Ziel. Ja, also ganz klar bist du da nicht über dem Ziel. Ich sehe dich da noch auf der Seite hier. Dass du nicht die Linie komplett übertreten hast. Jay, das war hell of a race, muss ich sagen. Ja, damit haben wir unfassbar, dass hier die Korruption mal wieder gewinnt. Ich glaube alles. Wie der echte Motorsport, nur mit Schummeln kann hier gewonnen werden. This is so not right, Peter Smith. Alles lief hier, glaube ich, im grünen Bereich. Also damit haben wir auch die ewige Frage gestellt, ist Michael Schumacher oder Lewis Hamilton schneller? Wir sehen ja jetzt, wie es ausgegangen ist. Natürlich Schumi, wer sonst? Jay gewinnt hier mit 3 Punkten, 2. Platz, Peter mit 2 Punkten, dahinter auf dem Treppchen zusammen. Sebastian und Dennis. Geil, HNL. Sehr schön. Vielen Dank nochmal fürs Vorbereiten und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir auch. Das war ein absoluter Skandal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.